Deine Hilfe braucht dich. Rückblickzeit. Mia, I'll be back. Sorry, but it's time. You shouldn't sleep so late, you know. Das sind wohl alles die Menschen, die bei denen die Wiederbelebung mit dem Bohrparasiten nicht funktioniert hat. Remember, once you're in there, you're in forever. Are you really sure? Yeah, I'm sure. I want to keep Mia safe. You have a noble spirit, Nikolai. I respect that. Oh, hört mal, wie der Schnee knatscht. Wie im echten Leben. Wenn ein Zombie durch den Schnee läuft, dann knatscht das. Aber wir hinterlassen keine Spuren. Also anscheinend sind wir ziemlich leicht. Es knatscht, ohne dass wir Spuren hinterlassen. I think that memory was from the boy. I think that a snowy mountain. Is something there? You saw who was there with the kid, right? How do you think those two know each other? What the hell is going on? Also wenn ich das richtig gesehen habe, war das ja dieser Jack, derjenige, den wir jetzt schon in zwei Sequenzen gesehen haben, der in der nach der vorletzten Boss-Sequenz der Frau neben sich dieses Eisstachel-Dings in die Brust gestoßen hat. Glaube ich, dass er das war. Sicher bin ich mir nicht. Hallo, Ladezeiten. What was all of that? Damn. She's losing herself. She needs blood. Right. Then we're going back to base. Das war eine sehr wichtige Sequenz, glaube ich. Gut, dass wir die gesehen haben. Kommen wir jetzt eigentlich direkt wieder zum nächsten Baum? Nee. Nächste Sequenz? Jo. Mia. Nikola, are you there? I'll be back. Wait, let me go with you. You shouldn't sleep so late, you know. Where?
want to keep Mia safe. Dream? But that means... Please. What exactly is going on here anyway? Why does every blood vein we find lead back to the old city ruins? The key to finding the source is there. That's all I can say for certain. Sure. But we've been everywhere we can... Try here. You know the statue of the goddess in the ruins? There's a mechanism inside of it. I see. So that's our ticket. Hey, are you sure you should be up and about? Yeah, it's okay. Sorry for causing you so much trouble. I'm fine now. I hope I'll get a chance to repay you. That information is more than enough. There's a favor I'd like to ask. I'd like you to tell me how to get here. Please, it's really important to me. I'll pay you back, I promise. I'd love to tell you, if I knew. I'm not sure of the path there myself. Other than that, it's sealed off by my asthma. I see. Sorry, I don't mean to make demands of you. It's not impossible, though. We're able to pass through the miasma, thanks to our friend here. If you decide to stay with us, I'm sure we'll find the way to your snowy mountain eventually. Of course, you would need to help us out with our objective first. I'm glad to do whatever you need me to. As long as I end up reaching my destination. We have a deal. Good to have you along. Likewise. Well, great. I guess that's settled then. You are now officially one of our friends. Friends? I'm Yakumo. This brainiac here is Louis. And... Huh? Where'd Murasame and Io get to? I mean, if that's okay. It is. Actually, I don't think we've gotten your name yet.
I'm Mia Karnstein, and I'm good in a fight if you guys ever need the help. Yeah, you sure did a number on Yakumo. Seriously, that really hurts. Glad to have you on our side, Mia. Neue Freunde. You're an angel, Murasame. Sorry we're always piling up the work on you. Well, you'll find the source for sure this time, right? I look forward to hearing your report when you get back. Look at all this stuff. Did you gather it yourself? Oh, you're feeling better. That's great. I was worried about you. Hey, you and I are about the same age, aren't we? We're gonna be besties, I can tell. She's like that with everyone. Just smile and nod, and it'll be fine. Now, now. Those aren't for you, Io. We wouldn't want you to get hurt. That's right. No need to rush recklessly into battle. There are people waiting for us at home, after all. And without them, well, where would we be? Oh, Yakumo looks sad. Give me a break. And don't look at me like that. It's no big deal, okay? My friends are important. They're like family to me. My friends were all scattered after the Great Collapse. I don't even know if any of them survived. But every time we go somewhere new, I keep an eye out for them. Anyway, I count myself lucky. I went through some really nasty rejections back when I became a Revenant. Honestly, I was right on the brink of losing myself. It was my friends that pulled me back, kept me safe. Bunch of sentimental fools. Keep him safe, no matter what happens. That's how much my friends mean to me. And now I've got three more sheep to look after. A man's work is never done. So just don't worry about it. Well, you're in awfully high spirits. What do you mean? Normally, you've got eyes like a dead fish. But now, you actually seem alive for once. I'm just glad you found some friends to cheer you up. Friends? I suppose you're right. It
Looks like everyone has gone to rest. It seems more cheerful here now. The atmosphere has brightened a lot since we first came. You have the strength to overcome any obstacle in your path. A curious individual indeed. So, das war mal eine ordentlich lange Sequenz, wa? Stimmt etwas nicht? Recently, I've been puzzled. If it is possible, I want to stay with you. Just like the others. I think a lot about how I would like to come with you and help to make a difference. But it cannot be. I am unable to fight, so I would only put you in danger. I have to continue doing what I must. That much I am sure of. But there's something that confuses me. It's a strange sensation that wells up from within me. What is it? Vielleicht ist es Frustration. Also es kann alles sein. So Neid, dass sie das andere gehen und sie nicht darf. Frustration, ähnlicher Grund. Frustriert, dass sie nicht in der Lage ist. Und traurig, dass sie nicht stark genug ist. Ich glaube aber, es ist Frustration. It could be. I'm not sure. It's a feeling as though something is pushing me. So, jetzt haben wir ordentlich was geschafft. So, wir können ja mal eben ein bisschen rumfragen. Also mit dir nochmal reden. Thank you. Wenig spannend, okay. Magst du mir jetzt deinen Blutcode geben? Oh, I just remembered. Use the room with the... wohl nicht. Okay. Frage ist, wo chillt Mia denn rum? Weil auch sie würde ich gerne nach dem Blutcode fragen. Ist sie im DLC-Keller? Scheint auch nicht. Okay. Basis ist ja nicht so groß. Ich weiß nicht, wo sie sich sonst noch verstecken könnte. Ach, da sitzt sie. Geh mal an. Sorry for coming out of nowhere with crazy requests. And thanks. First, check out the statue in the old city ruins. I saw some of the government soldiers moving through there. That should put you on the right track. Dankeschön. Whatever awaits us ahead, if we stop, I know we'll regret it forever. Sie will mich anscheinend auch nicht mit ihrem Blutcode unterstützen. So. Okay. Ich kann für 50 Punkte ihr Gewehr kaufen. Artemis. Warum hab ich nicht schon Artemis? Gucken wir mal. Ne, Astrea. Haben wir. Also gibt es wohl noch einen Unterschied zwischen also Mias beiden Blutcoden. Hätte ich jetzt mal geschätzt. Okay. Hier kann ich mir nichts weiter leisten. Die habe ich nicht. Die kann ich mir nicht kaufen. Die habe ich nicht. Den kann ich mir kaufen. Fallschadenreduzierung. Auch nicht schlecht. Hier kann ich mir noch was kaufen. Errungenschaft freigeschaltet, talentiert. Wie immer, ihr seht es nicht, weil ich drüber liege. Aber ihr könnt mir das ja einfach glauben. So. Habe ich im Prinzip alles gekauft, was ich kann.
Und habe immer noch so viel Dunst übrig. Dann leveln wir doch einfach mal ein bisschen ab. Ich denke, verkehrt ist das nie. Kann ich eigentlich noch irgendwas machen? Du hast eine neue Geste erworben. Aha. Kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Nö, oder? Weiß doch gar nicht ganz genau, was die Level-Ups machen. Ist ja vielleicht irgendwie ein Level-Up-Hinweis gedöns? Wäre ja mal was, oder? Stufenaufstieg. Beim Rasten an der Missile kann durch Dunst investiert, um deine Stufe zu erhöhen. Durch den Stufenanstieg verbessert sich LP, Ausdauer, Angriff und die Kraft deiner Talente. Okay, also heißt, es ist nicht sinnlos, sich aufzuleveln. Immerhin, ne? Immerhin. Jetzt möchte ich noch einmal verlassene Bornsel. Ich möchte, also uns scheint da ja noch ein bisschen was zu fehlen. Und ich möchte auch nochmal wo wir den Boss besiegt haben. Für den Fall, dass wir dann noch was haben liegen lassen. Scheint aber nicht so. Ich meine, wir sind ja direkt da, wo der Boss gelegen hat, ne? Jo. Da rechts könnte noch was sein. Also hier scheint ja nichts zu liegen. Dann teleportieren wir uns. Weiß nicht, wie das Gebiet da heißt. Ist ja schon fast das Startgebiet. 1, 2, 3. Ne, müsste der. Oh, warte mal. Oh ne, uns fehlt noch das Gebiet nach dem ersten Teleportationsgebiet, weil da haben wir noch keine Karte aufgedeckt. Da ist noch irgendwas. Also gehen wir nochmal zum Start der heulenden Grube und laufen den Bereich nochmal ab. Und da vorne wartet auch schon wieder irgendwer. So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. So. Also okay, Yakumo scheint auch nochmal mehr Schaden zu machen als Luis. Was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass er eine Zweihandwaffe trägt. Ja, Yakumo mäht da einfach durch, ne? Der kennt halt nichts. Okay, aber hier waren wir schon.
Okay, also hier waren wir schon. Ich muss es ja auch noch irgendwas geben zum Wasser ablassen. Oh. Ich habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. Und dich auch nicht. Oh. Ey, hier werde ich einfach weggekombot. Das ist mir die Heilung wert. Mist. Sehen halt immer noch so aus, als würden die jeden Moment in die Luft fliegen. Und dann fallen die einfach in sich zusammen. Auch nicht schlecht. Da ist sie, die Missel. Einfach angerollt. That was a fight. 83% erst. Also fehlt mir doch noch ein ganzes Gebiet. Aber wo? Also wenn denn ja eher, hätte ich gesagt, da rechts. Hier oben waren wir noch nicht. Guck dir mal an, eine Truhe. Brutal. Ja, weiß ich. Nimm alles mit, was ich kriegen kann. Hier ungern nochmal wieder alles ablaufen möchte zukünftig, laufe ich das hier nochmal jetzt ein bisschen gründlich ab. Ich glaube, hier so zwischen dem Geröll könnte sich noch hier so rote Blutcode-Erweiterungen verstecken. Das Wasser haben wir hier auch noch nicht abgelassen. Übrigens auch noch dazu. Das wird doch bestimmt auch noch gehen. Oh. Er spielt mit irgendwas. Entschuldigung für die Störung. Das ist. Ja, das ist immer noch die. War schnell hier die Fackel.
gibt es doch bestimmt noch. Ah, hier ist noch ein Gebiet. Das ist ja frech. Hat man nicht mal gesehen, dass es in den Übergang wechselt. Jedenfalls ist da nochmal sowas Loot-Code-mäßiges. Was ihr da beschützt. Und Yakumo rollt da einfach so ein bisschen durch die Gegend. Auch nicht schlecht. Atlas-Überrest. Nicht das, was ich vermutet habe. Healing doesn't look too good. Don't take any chances. Pick up something we can use. So, hier wird's aber doch auch noch irgendwo. Ob es jetzt eine Mistel wird's geben. Aber ob jetzt eine große oder so eine kleine, die einfach die Karte aufdeckt. Wird mir ja schon reichen, wenn ich hier einfach nicht wieder hin muss. Yay, noch mehr Dolche. Okay, anscheinend kommen wir hier auch ins andere Gebiet zurück. Also ist es zumindest nicht groß. Aber ich sehe es nicht. Eigentlich müsste doch die Mistel relativ gut zu sehen sein. Achso, hier geht's ja auch noch lang. Ah. Okay, ich hab nichts gesagt. Das Gebiet ist doch groß. Dammit. Ah, gucke mal. Warte mal, hier müsste doch eigentlich was sein, das unsere Regenerationsfähigkeit erhöht. Oder war ich hier schon? Kann natürlich sein, dass ich mich hier schon einmal hin verlaufen habe. Schade, ich habe mich eigentlich schon gefreut. Irgendwo muss es hier noch diese Mistel geben. Ey, dass der einfach um die Ecke springt. Der hat doch 1:1 hat der Yakumo angezielt. Und hat sich dann noch mit R umentschieden. Also die Mistel. Hab sie. So. 100%? 100%.
Sehr schön. Denn, gucke ich nochmal so ein bisschen nach links und rechts. Aber, ich glaube, wir haben hier soweit alles. Zumindest das Offensichtlichste. Wir denn? Ups. Teleport. Okay, dann geht das nochmal wieder zurück in die Basis. Jetzt haben wir alle Gebiete, die wir kennen, halt so auf 100% die Karte aufgedeckt. Das ist cool. Ich denke, das erleichtert auch einiges. Jetzt würde ich sagen, ich bin an dieser Stelle fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.